Hallöchen und willkommen zum neuen Demo-Donnerstag. Wir spielen heute Charlie aus dem Sumpf. Bin gespannt. Ja, lest euch einfach kurz durch. Wir starten mal direkt ins Spiel. Und hier ist Charlie. Ich gehe mal von aus, ja, Leertaste springen. Mal hier irgendwie. Ah, okay. Und mit F und G kämpfen wir. Das sollte ich hinkriegen. Beziehungsweise. Nicht die Bombe werfen, ich meine doch das Ding. Das ist sicher auch zum Kämpfen gedacht. Unten war doch irgendwas. Hau drauf. Ha. Charlie ist bewaffnet. Gibt's hier was zu entdecken? Da gibt's was zu entdecken. Oh, Herr Igel. Hallo, Herr Igel. Na, nicht da reinlaufen. Oh, kaputt gemacht, aber wir haben nicht mehr viele Bomben. Vielleicht ist es auch unklug, am Anfang so viele Bomben zu verbrauchen. Ah, da kann man nicht drauf springen. Schade. Hallo, Herr Maulwurf. Mit dem kann man reden. Oh, thank you, sir. Thank you so much. You saved my life. Ach, wir haben jetzt den Kollegen Maulwurf gerettet. Okay. Haben wir doch gerne gemacht. Und wie geht das wieder weg? Bleibt da anscheinend stehen. Ich finde es ja auch lustig, dass wir sie gerade die ganze Zeit irgendwie rückwärts laufen und das trotzdem zum Spiel zu gehören scheint. Ich möchte da gerne. Nee, da kommen wir anscheinend nicht rein. Okay. Der Weg ist uns versperrt. Da kleben wir nur dran. Ja, noch mehr will er irgendwie nicht sagen. Hm. Wer weiß. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir da hochkommen und den Kollegen hier noch kaputt machen können. Oder es mich kaputt macht. Hm. Gar nicht so einfach hier den Kollegen zu treffen. Da haben wir ihn kaputt gemacht. Erkunden wir mal ein bisschen weiter. Ich habe auch meine Münzen verloren. Also das scheint einfach so ein klassisches Jump-and-Run-Spiel zu sein. Geht's hier irgendwo rein? Nö. Ein Blümchen. Eine Springblume. Da geht's auch irgendwo hin. Hm. Den komischen Vogel hätten wir. Hallo, Herr Igel. Oh. Der Igel ist nicht gut gelaunt. Oh. Lustig finde ich es ja auch, dass mir immer wieder anscheinend trotzdem auftaucht ohne Probleme. Und ist dieser Sack noch hier, den ich gerade gesehen habe, der da gedroppt ist an der Stelle, an der ich hier draufgegangen bin. So. Gucken wir mal hier rein. Oder ist das auch nicht erreichbar? Nee, das ist anscheinend mit Demo auch nicht erreichbar. Also liefert anscheinend die Demo einfach so ein bisschen kleinen Einblick in die Welt, ohne jetzt irgendwelche großen, konkreten Ziele. Na, Springpflanze. So, gucken wir mal, wo wir hier hinkommen, weil das sieht offen aus. Ja. Hallo, Herr Eichhorn. Hier kann man so, hier kann man Bomben kaufen. Giss Life. Okay, hier kann man Leben kaufen. Waffe schärfen. Das ist ja lustig. Hier wohnt Herr Uhu, wie es aussieht. Ja. Nicht raus. Ich wollte da doch mal Hallo sagen. Rein da. Guten Tag. Who are you, little noisy thing? Aus irgendeinem Grund sagen die immer nur ein was. Ja, ich würde ja gerne mit dir sprechen. Aber das will nicht so richtig. Hm. Vielleicht will er auch nicht mit Fröschen reden, keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Ach, lass mich raten. Blauer Schlüssel.
geht's auch noch irgendwo hin. Aber ich habe eine Vermutung. Wir müssen hier vorne, glaube ich, zurück. Da müsste es... Oh, hier geht's auch irgendwo hin, oder? Tatsache. Also was mir so tatsächlich... Ach nee, genau, von hier sind wir gekommen. Was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist so eine kleine Erklärung, was wir hier überhaupt tun. Außer sterben. Mein Schlüssel jetzt auch wieder weg. Nein, den Schlüssel haben wir noch. Also man kann sich anscheinend immer mehr bewaffnen, muss Tiere retten und ist ja ein Frosch unterwegs im Sumpf. Das ist so der bisherige Inhalt des Spiels. Hüpf. Da geht's auch noch irgendwo hin. Oh, hier ist jetzt wieder so ein großes Ding. Das machen wir mal gleich put. So, und ich gehe mal von aus mit dem blauen Schlüssel. Genau, kommt man dann durch die blaue Tür durch. Haha, nicht getroffen. Ach, na guck mal einer an. So, die Frage, wie ich da hinkomme. Ne, dahin kann ich fahren. Okay. Es gibt also Taxis in diesem Spiel. Noch mehr Springblumen. Noch mehr große. Wie heißen die Dinger? Waschbären. Ja, der Kollege hält auch ganz schön viel aus hier. Oh, was haben wir hier? Eine Statue? Queen Henriette der Schmetterling. Okay. Ja, die hat alle Gefangenen auf jeden Fall freigelassen. Danach gab es auch erstmal eine Krise. Warum wohl? Haben wohl die Gefangenen Party gemacht? Ist meine Kette kaputt? Ich kann mit meiner Kette nicht mehr schlagen. Anscheinend. Wir gucken mal noch hier hin. Ich würde gerade sagen, ich denke mal, da kann man nicht runtergehen. Ja gut, also halten wir fest, das ist für Freunde von Jump'n'Run, ist es auf jeden Fall süß animiert, ich würde mir ein bisschen mehr Erklärung wünschen. Aber ja, es ist ein lustiges Spielchen auf jeden Fall. Ich kann auf diese Gegner auch nicht drauf springen, also das ist halt auch doof. Ich würde sagen, für einen kleinen Einblick vollkommen ausreichend. Ihr seht, was auf euch zukommt, wenn ihr dieses Spiel spielt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Demo-Donnerstag. Tschüss.